Führung ist eine Aufgabe, die ist nicht zu delegieren. Willkommen, Herr Gerlach, CEO und Delegierten des Verwaltungsrates der Siemens Schweiz seit dem 1. Juli 2008. An mehr als 20 Standorten in der Schweiz beschäftigt Siemens mehr als 5.300 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2017 generierte Siemens in der Schweiz einen Auftragseingang von 2,3 Milliarden und einen Umsatz von 2,2 Milliarden Franken. Damit gehört Siemens hierzulande zu den wichtigsten und größten industriellen Arbeitgebern. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Weilit-Interview nehmen. Jeder CEO hat eine einzigartige, ganz individuelle Geschichte. Beginnen wir am Anfang. Können Sie uns etwas über sich erzählen? Wo sind Sie geboren, aufgewachsen, welche Menschen, Erlebnisse, Erfahrungen haben Sie besonders stark geprägt? Also ich bin im großen Kanton geboren, vor ziemlich genau 65 Jahren, und bin ja dort in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen. Sehr angenehmes Familienambiente, wohlbehütete Kindheit, würde ich mal sagen, intakte Familienverhältnisse. Bin dort anständig durch die Schule gegangen, wobei man hier schon sagen kann, da gibt es die ersten Erlebnisse, die mich geprägt haben. Ich war offensichtlich ein etwas verpenntes Kind, wahrscheinlich ein Spätentwickler, sagt man so, sodass man mich zunächst mal nicht in eine weiterführende Schule schicken wollte. Im Dialog mit meinen Eltern hat man gesagt, ja gut, wir schicken ihn mal auf die Realschule, falls es dann nicht klappt, muss er halt zurückgehen. Und hat es mit mir diskutiert, dass ich dann nicht traurig sein dürfe, dann durfte ich also auf die Realschule. Da habe ich weiter gepennt und habe dann auch relativ schnell einen blauen Brief erhalten, dass die Versetzung gefährdet sei. Und dann hat sich meine Mutter aber sehr nett um mich gekümmert und hat mir angeboten, mit mir zu üben und so, haben wir auch täglich gemacht, hat mir auch einigermaßen Spaß gemacht. Ja, und dann ging plötzlich der Knoten auf und irgendwann hatte ich dann plötzlich richtig gute Noten und bekam dann auch einen Klassenpreis. Und in der Ferienfreizeit vom Sportverein lernte ich dann Kumpel kennen und die gingen alle aufs Gymnasium. Und dann hatte ich gesagt, ja, ich würde gerne aufs Gymnasium gehen und bin dann mitten im Schuljahr, das Schuljahr hatte gerade 3 Wochen begonnen, zu meinem Vater an die Arbeitsstelle gegangen und habe den von der Telefon dort angerufen und habe gesagt, ich will ins Gymnasium. Und statt dass der mir jetzt sagte, was willst du jetzt mitten am Tag hier, ich habe anderes zu tun, sagt er, ja, ich komme mal schon runter, hat sich mich angehört und ich habe gesagt, du kennst doch den Direktor von diesem Gymnasium, kannst du das nicht mal mit dem klären? Ja, er kümmert sich darum, sagt, am Abend kommt er nach Hause, sagt, du sollst morgen mit mir und deinem Zeugnis beim Direktor des Gymnasiums auftauchen. Das habe ich dann gemacht. Der hat sich das angeguckt, mit mir unterhalten und gesagt, ja, dann kommst du morgen früh hierher. Ich sage, ja, ich muss wieder am ersten Realschule nachmelden und so. Nein, nein, sagt er, das erledige ich alles, du bist morgen hier. Also war ich plötzlich von heute auf morgen im Gymnasium. Und das war aber so eine Situation, wo ich sage, ich hatte natürlich irgendwo den Willen, das zu tun, aber diesen Riesendusel, dass mein Vater so reagiert hat, sonst wäre das vielleicht im Sande verlaufen, keine Ahnung. Ja gut, dann Gymnasium war natürlich dann etwas holprig, weil die waren im Gymnasium zum Beispiel im Französischen viel weiter als wir, hat sich das alles gut ergänzt. Ich habe das Abitur mit Leichtigkeit abgewickelt und habe dann angefangen zu studieren. Und dann im Studium gab es dann auch noch mal so eine spannende Geschichte, die ich als glückliche Fügung empfinde. Ich hatte eine Freundin, die hat Anglistik studiert und die musste ja ein Auslandssemester absolvieren und war krank und ich musste irgendwelche Unterlagen für sie ins akademische Auslandsland bringen. Das tat ich und während ich dort wartete, sah ich, dass da ganz viele Aushänge waren für Stipendien und sonst was. Und als ich dann mein Zeugs erledigt hatte, fragte ich, ja, wie sieht es aus für Mathematikstudenten? Ich habe Mathematik studiert. Gibt es da auch sowas? Dann sagte er, ja, siehst du, nein, herzlichen. Gestern war Anmeldeschluss für die neuen Fulbright-Stipendien. Aber wenn Sie mir die Unterlagen bis morgen noch reinbringen, dann nehme ich sie noch mit rein. Dann habe ich an dem Tag auch beschlossen, die Vorlesungen ausfallen zu lassen. Habe es irgendwie noch geschafft, 2 Gutachten von 2 Professoren aufzutreiben.
To make a long story short, ich wurde in dieses Auswahlverfahren aufgenommen und habe dann auch ein Fulbright-Stipendium gekriegt und bin dann nach USA gekommen von heute auf morgen und war dann 3 Jahre in USA. Auch hier wieder aus meiner Sicht riesen Zufall, dass ich wäre nie auf die Idee gekommen, auf das Auslandsamt zu kommen und hatte mir auch vorher nie die Frage gestellt, will ich ins Ausland oder sowas, aber habe das dann mit Begeisterung gemacht und das sind zwei Dinge, die mein Leben ziemlich geprägt haben. Ich würde sagen, letzteres sehr stark, weil das natürlich dann die Sichtweise anderer Kulturen zum frühen Zeitpunkt in meinem Leben natürlich schon nebst der Sprachkenntnisse natürlich geöffnet hat. Und das hat mein Leben sicherlich sehr geprägt und auch positiv beeinflusst, würde ich mal sagen. Mhm. Und dann ging das ganz normal weiter, Abschluss gemacht und dann angefangen natürlich nach Job zu suchen, auch relativ schnell gefunden und dann halt eine, sage ich mal, normale Karriereentwicklung gemacht. Sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, wie beeinflusst diese Erfahrung Ihr Leadership? Ja, die beeinflusst mich natürlich zum Beispiel. Ein Thema ist, dass ich allen jungen Menschen sage, wer die Chance hat, Auslandserfahrungen zu sammeln, macht dies unbedingt. Das ist das Beste, was ihr überhaupt tun könnt. Und es beeinflusst mich natürlich auch dahingehend, dass ich das auch bei den Menschen aktiv unterstütze. Siemens hat ja mit seinem Global Network viele Möglichkeiten, Menschen natürlich auch zu helfen. Ich selber habe ein riesiges Netzwerk in dieser Company, um das wirklich zu ermöglichen. Und auch jetzt bin ich gerade dabei, kann ich nicht mehr direkt selber beeinflussen, weil das zentral momentan gemanagt wird, aber dass wir auch in der Lehrlingsausbildung, wir sind ja sehr aktiv in der Lehrlingsausbildung, auch für Lernende jetzt einen Auslandsaufenthalt wie lange anbieten werden, weil ich denke, das ist eine gnadenlos gute Geschichte, insbesondere für diese Menschen, die nicht im akademischen Bereich zu Hause sind. Also insofern hat mich das natürlich massiv beeinflusst. Ganz konkret im Thema Führen. Und indirekt beeinflusst mich natürlich, dass ich sage, es ist für mich was völlig Normales, in einer Global Company zu arbeiten, weil ich eigentlich sehr früh in meinem Leben gesehen habe, dass es unterschiedliche Kulturen gibt. Ich habe da in Amerika dann auch mit einem Koreaner zusammengelebt, in einer Wohngemeinschaft mit Chinesen und habe dann festgestellt, Menschen sind einfach Menschen, egal wo die jetzt herkommen, das spielt überhaupt keine Rolle. Und das zeigt mir natürlich auch, dass das ganze Thema Diversity eines der wichtigsten Themen ist, die man sich vorstellen kann, weil es ist unglaublich bereichernd. Menschen, die andere kulturelle Backgrounds haben, irgendwo kennen und einbinden zu können. Das beeinflusst natürlich das auch, wenn man das halt sehr früh, sehr positiv natürlich gespürt hat. Sie haben Ihre Karriere bei Siemens dann nach Ihrem Mathematikstudium an der Universität Tübingen und Oregon State University mit Abschluss Master of Science gestartet und über die Jahre unterschiedliche Funktionen und immer mehr Verantwortung übernommen. Können Sie uns sagen, wie Sie zu Siemens gekommen sind und was Sie an diesem Unternehmen damals speziell gereizt hat? Also das war auch eher Zufall, sage ich mal. Ich habe mich nach dem Studium schlicht und ergreifend, nachdem ich festgestellt habe, dass es in den USA zu dem damaligen Zeitpunkt Green Card mäßig fast unmöglich war, Fuß zu fassen, habe ich dann entschieden, in Deutschland damals nochmal einen Job zu suchen. Und habe einfach überall hingeschrieben, wo ich denke, das spannend war, IBM, Siemens, weiß ich was alles. Und bin aber an verschiedene Stellen eingeladen worden. Und was bei Siemens einfach am beeindruckendsten war, die haben einfach die beste, sage ich mal, Verkaufsveranstaltung für mich gemacht oder Bewerbungsveranstaltung. Die, von der Information her, von den Menschen her, von allem, sodass da die Angebote damals für Studienanfänger alle sehr vergleichbar waren finanziell, hat mich das am meisten beeindruckt und deswegen habe ich mich damals für Siemens entschieden. Und heutzutage ist es etwas Besonderes, eine Karriere bei einem Unternehmen zu starten und dort zu bleiben. Haben Sie Momente gehabt, dass Sie mal wechseln wollten? Ja. Wie jeder normale Mensch gleich mal nach 3 Jahren, weil ich gesagt habe, ja, es wird Zeit, was anderes zu tun. Und dann kam das immer in regelmäßigen Abständen wieder. Mhm. Und da hatte ich das Glück, dass ich richtig gute Führungskräfte hatte, also heute sage ich Glück, die offen waren, mit denen ich solche Themen diskutieren konnte. Ich habe gesagt, also ich brauche jetzt eine Veränderung, ich muss was Neues machen oder sowas. Und ich habe auch ein Angebot.
Und die haben immer so reagiert, dass die mich davon überzeugen konnten, dass es genügend Möglichkeiten für mich auch innerhalb der Siemens AG gibt und diese dann auch realisiert. Das heißt, ich hatte wirklich die Möglichkeit, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Unternehmensbereiche immer wieder kennenzulernen. Das heißt, ich habe gewechselt im Unternehmen und ein breites Spektrum kennenlernen können und musste aber das Unternehmen, das natürlich mit 400.000 Leuten auch groß genug ist weltweit, nie verlassen. Mhm. Und deswegen bin ich heute halt in Siemens Fusion. Und können Sie dazu etwas mehr sagen, speziell so für die Generationen, die sich das heute nicht mehr vorstellen können? Also wichtig ist meiner Ansicht nach, dass man eben einen breiten Rucksack sich erarbeitet. Und logischerweise gibt es wenige Unternehmen wie Siemens, wird es normalerweise so sein, dass man den natürlich dann in unterschiedlichen Unternehmen mit Inhalt füllen kann. Und in Unternehmen wie Siemens und ein paar dieser Unternehmen gibt es ja noch, gibt es die Möglichkeit, auch das im Unternehmen zu machen. Wir haben ein komplett, heute ist ja schon etwas eingeschränkt, aber damals, sage ich, habe ich immer gesagt, vom Staubsauger bis zum Hochgeschwindigkeitszug, vom Haarföhn bis zum Magnetresonanztomographen haben wir alles. Heute ist es ein bisschen eingeschränkt, aber die Palette ist immer noch riesig. Und deswegen ist es absolut möglich, innerhalb von Siemens so eine Veränderung zu machen. Außerdem sind wir global präsent wie kaum ein Unternehmen. Ich sage immer, außer der katholischen Kirche und der FIFA ist wahrscheinlich niemand mehr global präsent als Siemens. Und deswegen hat man auch die Möglichkeit, natürlich unterschiedliche Kulturen und Länder kennenzulernen. Und aus dem Grund, denke ich, ist es relativ einfach und Siemens unterstützt es auch. Mhm. Mit allen Schwierigkeiten, irgendwo hinzukommen, ist immer einfach, relativ einfach. Irgendwo von wo wieder zurückzukommen in den ständig sich ändernden Zeiten ist schwieriger. Also die Homebase dann wieder zu finden in den veränderten Zeiten ist immer schwierig. Was auch das Führungsverhalten von mir natürlich wiederum stark beeinflusst, weil ich mir dessen bewusst bin und natürlich versuche, dem irgendwo entgegenzuwirken, weil auch wenn die Menschen sagen, ich will mal raus und will irgendwas tun, irgendwann wollen sie gerne zurück und dann dürfen sie sich nicht komplett verloren fühlen, so nach dem Motto, wer ist der, den haben wir völlig noch nie gehört, das wäre fatal. Mhm. Aber große Organisationen neigen natürlich dazu, sowas zu tun und da muss man managementmäßig dagegen steuern, dass das einigermaßen funktioniert. Mhm. Wenn Sie auch das Jahr 2008 zurückblicken, das sind 10 Jahre her, als Sie CEO von Siemens Schweiz wurden, übernahmen Sie Ihren ersten CEO-Job. Ja. Würden Sie sagen, dass Sie in irgendeiner Form auf den Job vorbereitet waren? Ja, das würde ich schon sagen. Und zwar ziemlich systematisch. Ich habe tatsächlich angefangen als ganz normaler Programmierer und Sachbearbeiter und habe dann immer eine Stufe nach der anderen erklimmen dürfen und wurde auch, da ist Siemens sehr systematisch, jeweils ausgebildet. Bei der Ausnahme oder knapp vor der Ausnahme der ersten Führungsverantwortung gab es das Führungsseminar 1 und es ging dann immer so weiter, sodass ich also wirklich an solche Themen herangeführt wurde. Und ich hatte das Glück, dass ich richtig gute Chefs hatte, die tatsächlich mich in einem Sinne gecoacht haben, wie ich mir das manchmal heute wünsche, dass es noch flächendeckend viel stärker der Fall wäre. Zum Beispiel eine Episode, als ich noch Sachbearbeiter war und kurz davor war, meine erste Verantwortung zu übernehmen, da sollte ich auf einen öffentlichen Tag einen ersten Auftritt halten, hat mich mein damaliger Chef also derartig gut gecoacht, dass das ein riesig voller Erfolg wurde. Am Anfang fühlte ich mich fast gegängelt, weil ich musste den Vorbereitungsvortrag intern halten und weiß nicht was alles. Aber hinterher muss ich sagen, fantastisch. Und heute, erlebe ich oft, kommen junge Menschen zu uns in die Geschäftsleitung. Da denke ich, oje, logischerweise, wir müssen ja irgendwo was entscheiden und weitermachen. Und wenn das nicht gut ist, was präsentiert wird, dann wird man sagen, so nicht. Und ich würde mir dann immer wünschen, man hätte den Menschen eine bessere Vorbereitung mitgegeben, denn die sollen ja eigentlich glänzen dürfen und nicht plötzlich da rauslaufen, so nach dem Motto, oh shit, ich bin verrissen worden. Ne? Also ja, ich glaube, ich war da richtig gut vorbereitet. Ich kam ja auch dann in die Schweiz, habe dort erst einen großen Zentralbereich mit damals, glaube ich, 400 Leuten übernommen. Dann habe ich kurz drauf, heute würde man sagen, eine Division von Siemens mit 800, 900 Leuten übernommen.
Und dann wurde ich als damaliger COO in die Geschäftsleitung weiterentwickelt und dann wurde ich CEO. Also von daher würde ich schon sagen, ja, ich war da ziemlich gut vorbereitet dafür. Es ist sehr schön, wie Sie beschreiben, wie Sie einen ständigen Entwicklung und inneren Wachstumsprozess durchlebt haben. Wie würden Sie sagen, dass Sie als Mensch durch diese Aufgaben und dieses ständige Screening gewachsen sind? Also ich denke, man wird sich seiner Verhaltensweisen durch die ganzen Fortbildungsveranstaltungen, wo man ja auf genau die menschlichen Aspekte, die psychologischen Aspekte ja vor allem viel Wert legt, wird man sehr viel stärker aufmerksam und beobachtet sich viel selber. Man muss reflektieren, man lernt, dass man 360-Grad-Feedbacks machen muss. Oder früher waren es halt nur Feedback-Sessions und dann später 360-Grad, whatever. Man lernt, dass man erstmal zuhören muss, bevor man kommunizieren kann. Das sind alles Themen, die natürlich logischerweise im täglichen Leben genauso weiterhelfen, weil man schaltet ja nicht plötzlich die professionelle Verhaltensweise ab, sondern man verhält sich natürlich dann im täglichen Leben ganz, ganz genauso. Oder umgekehrt natürlich auch, man weiß natürlich auch, wenn man Führungsverantwortung übernimmt, irgendwann muss man halt entscheiden, dann entscheidet man halt. Und man ertappt sich natürlich, dass man das dann natürlich im privaten Leben genauso macht, obwohl man natürlich sagen könnte, Moment mal, hier bist du ja nicht unbedingt nur der Chef. Aber es ist schon klar, wenn irgendwas logisch ist und klar ist, dann sagt man, okay, machen wir es so. Und da muss man dann manchmal aufpassen, dass Menschen, die das nicht so geübt sind im privaten Umfeld, dass man dann sagt, ja, okay, das könnte ja vielleicht noch etwas weiter, könnte ja auch machen, das ist ja kein echter Entscheidungsprozess. Das beeinflusst einen natürlich schon. Also in beide Richtungen, würde ich sagen. Also was ich höre, ist viel Reflexion, Beobachtung von einem selbst, Umfeld und Zuhören. Ja. Und das wunderbar integriert, sowohl im professionellen Bereich als im privaten. Ja. Das ist ein toller Authentizitätsentfaltungsprozess. Ja, ich denke eben, ich weiß nicht, wer schlaue Mensch das gesagt hat, aber dass das Wichtigste an der Kommunikation tatsächlich Zuhören ist. Ja. Und ich glaube, fast alle Menschen neigen dazu, zunächst mal eher reden zu wollen. Und ich muss mich selber auch heute noch immer dazu zwingen, erstmal zu sagen, Moment mal, der hat noch nicht ausgeredet, weil man meint ja immer schon zu genau zu wissen, was der andere eigentlich erzählen will. Und manchmal ist man dann doch überrascht, wenn man bis zum Ende zuhört, dass er dann doch noch was anderes sagt, als man eigentlich dachte, dass er sagen wollte oder sie sagen wollte. Insofern ist das wirklich eine ganz wesentliche Erkenntnis. Wodurch haben Sie persönlich am meisten gelernt? Ja, das ist schwierig. Ja gut, jetzt könnte man, weiß ich noch nicht genau, wie ich das beantworten soll. So ein paar Schulbuchantworten sind natürlich, dass man aus Fehlern am meisten lernt, das ist sicherlich eine Erkenntnis, das stimmt schon. Und ich habe auch dadurch, aber am meisten habe ich sicherlich dadurch gelernt, dass mir Menschen Vertrauen entgegengebracht haben und mir gesagt haben, okay, wir trauen dir das zu und wir lassen dich machen. Und dann aber hinterher mir gegebenenfalls auch Feedback gegeben haben, wenn was gut war oder wenn was nicht so gut war. Das war sicherlich etwas, was mir am meisten geholfen hat, gute Chefs zu haben. Und ich hatte das Glück, dass ich überwiegend, fast ausschließlich gute Chefs hatte. Das kann, glaube ich, nicht jeder Mensch von sich behaupten, aber ich glaube, ich hatte da einen Riesendusel. Das Zweite ist, was mich extrem weitergebracht hat, extrem schwierige Aufgaben lösen zu dürfen. Ich hatte mal das Vergnügen, das Combino-Desaster. Wir hatten ja ein Grounding unserer Straßenbahnen am Siemens-Konzern. Ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen, das ist jetzt also ziemlich genau 14 Jahre her. Und dann durfte ich von heute auf morgen mich um die Behebung dieses Debakels kümmern. Und das war immerhin eine Größenordnung, die Siemens-Aktie, als das bekannt wurde, von einem Tag auf den anderen um 5 Prozentpunkte beabschickte, wo die Öffentlichkeit natürlich ein riesengroßes Augenmerk drauf hatte, wo die Konzernleitung Augenmerk drauf hatte, wo ich jede 14 Tage im Vorstand Bericht erstatten musste.
wo ich gucken musste, dass es möglichst zu einer Behebung der Situation, aber zu keinen Vertragsauflösungen kommt. In der Phase habe ich natürlich extrem viel gelernt, auch den Druck auszuhalten von allen Seiten und trotzdem mit der schwierigen Situation umzugehen. Also solche Situationen sind sicherlich nicht nur prägend, sondern man lernt auch extrem viel in diesen Situationen. Mhm. Gibt es etwas, was Sie so benennen können, wovon Sie sagen, das war mein Geheimrezept, wodurch ich meine Souveränität in diesem Chaos, in diesem gewaltigen Druck behalten konnte? Irgendwie haben Sie es geschafft, hier innere Ruhe zu bewahren, ist, was ich höre. Ja, ist schwierig. Ein Geheimrezept nicht, aber es gab so Schlüsselmomente, sage ich mal. Der erste Schlüsselmoment passierte schon wenige Tage, nachdem ich dort aufschlug. Wir hatten ja ein Grounding und die Straßenbahn, zum Beispiel ganz Amsterdam, war lahmgelegt. Da fuhren 200 Straßenbahnen, die ganze Stadt konnte nicht mehr, Sie kennen ja Amsterdam, da ging nichts mehr. Und es ging also darum, man musste die Straßenbahn möglichst schnell wieder auf die Straße bringen. Das heißt, man musste eine sogenannte Schnellreparaturslösung machen. Und ich war nur keine 10 Tage dort, dann kamen die Jungs waren es meistens und sagten, ja, wir haben jetzt einen Vorschlag zur Schnellreparaturlösung. Man muss wissen, damals gab es Haarrisse in der Wagenkastenkonstruktion. Und das heißt, immer in den Ecken, wenn Sie sich das Kästchen da angucken, in der Ecke da waren die Haarrisse, weil die Struktur einfach insgesamt nicht stabil war. Und jetzt kamen die und sagten, ja, wir haben jetzt eine Idee, was wir machen wollten. Dann brachte sie, steht da gerade hinter Ihnen, dieses schöne Teil mit, dieses Alu-Teil. Und dann haben die gesagt, ja, das wäre die Schnellreparaturlösung. Das müsste jetzt in alle Ecken von dieser Wagenkastenstruktur eingebaut werden. Dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir so nicht vorstellen, jetzt gehen wir runter ins Werk, gucken wir uns das an. Habe ich mir das anguckt, dann habe ich gesagt, das ist auch ein Riesenaufwand. Und die Fahrzeuge stehen da draußen in Hiroshima, in Amsterdam, sonst was. Ja, das ging ja also schon. Dann habe ich gesagt, ja, Moment mal, aber muss das Ding da auch rein, dort wo die Türen sind? Ja, ja, das ging ja auch, dann müsste das auch hin. Dann habe ich gesagt, ja, aber das funktioniert ja überhaupt nicht. Das sind ja die Türantriebe, die die Türen aufmachen, die kommen an dem Riesending ja gar nicht vorbei. Dann sagt sie, ja, das stimmt, dann müssen wir also noch einen neuen Türantrieb entwickeln. Ich habe gesagt, wisst ihr was? Wiedersehen, das war's, das Ding ist nicht tauglich, vergesst. War die völlig betrüppelt, dass ich, der kann Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, entschieden habe, dass das keine Schnellreparaturlösung ist. Ne? Und dann habe ich denen gesagt, also pass auf, als sie mich gefragt haben, ja, und jetzt? Ich habe doch keine Ahnung, ihr versteht das Geschäft doch viel besser als ich. Aber wenn ich als Heimwerker das Problem zu lösen hätte, warum haben wir das Problem? Wir haben Überlaststrukturen, also Überlasten in den Strukturen. Wenn ich zu Hause so ein Problem habe, dann mache ich eine Entlastungsbohrung. Das heißt, ich nehme die Bohrmaschine, mache ein Loch rein und dann, ja, das haben sie gesagt, das ginge natürlich überhaupt nicht, weil dann wird das Problem ja noch größer. Aber einer war dabei, der sagte, ja, ja, ich verstehe, in welche Richtung Sie denken. Das ist natürlich völliger Quatsch, aber ja, ja. Und dann kamen die nach 2 Tagen wieder und gesagt, ja, wir haben folgende Idee, wir schleifen die Dinger raus, dann sind sie weg, dann ist dem Gesetz Genüge getan, dass keine Risse mehr drin sind und dann können wir das alle 14 Tage überprüfen, haben sie noch irgendwo technische Verfahren mir vorgeschlagen. Ich sagte, ja, genau in solche Richtung denke ich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte damit, da ich so eine Entscheidung getroffen habe, obwohl ich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, aber einen gesunden Menschenverstand, relativ schnell erkannt, dass das nicht funktioniert. Und das war zum Beispiel schon mal so ein erster Befreiungsschlag, wo die Leute gesagt haben, hoppla, einen Vollidioten haben sie uns da wahrscheinlich nicht geschickt, das Ganze könnte funktionieren. Deswegen haben sie mir dann zu meinem 25-jährigen Jubiläum das Ding auch aufgehoben und dann als Trophäe dann überreicht oder sowas. Das heißt, und solche Themen waren es eigentlich, die dann die Stabilität gebracht haben und wo ich dann auch die Ruhe gefunden habe, zu sagen, okay, du hast doch keine Ahnung von dem Thema, aber immerhin kannst du logisch denken und bist dann auch willens, solche Entscheide dann auch zu treffen. Und das scheint dann auch zu akzeptiert zu werden. Und es gibt natürlich dann auch eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Ruhe. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Frage so beantwortet, wie Sie es sich vorgestellt haben. Aber so ein Geheimrezept wüsste ich jetzt eigentlich nicht so richtig. Mhm. Doch, was ich gehört habe, ist, auch wenn ich nichts von den Details verstehe, mein logischer Verstand sagt, das kann nicht funktionieren oder es muss eine bessere Lösung finden. Und wahrscheinlich in Kombination mit Ihrem Bauchgefühl. Ja klar, das kommt sicherlich auch noch irgendwo dazu. Ja. Und dann die Entscheidung zu treffen und dazu zu stehen und großes Vertrauen auszustrahlen, dass da was Besseres entstehen wird. Also, ja, toll.
Haben Sie eine Führungsphilosophie, ein Motto, von dem Sie sich leiten lassen? Also, ob ich das jetzt in wenigen Sätzen zusammenfassen kann, aber ich habe schon so eine Führungsphilosophie. Vielleicht kann man es auch als Motto nehmen. Ich sage immer, vielleicht so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Das heißt, ich selber habe es immer sehr genossen, möglichst viel Freiheit zu haben. Und deswegen denke ich eigentlich eher, wo immer es geht, eher als Coach zu agieren, als wirklich als Führer. Gut, es ist auch wieder schwierig, es braucht gewisse Phasen, wo man wirklich auch als Führer agieren muss und natürlich klar sagen muss, wo geht's hin. Aber man muss sehr schnell erkennen können, reicht es, wenn ich jemand sagt, wir gehen auf Nürtliberg, und dann habe ich Menschen, die wissen genau, sie gehen jetzt auf Nürtliberg und das Ziel ist klar. Oder ich muss Leuten sagen, wenn ihr läuft jetzt bis vor zur Ecke und dann geht er links und dann geht er rechts und dann geht er in die Straßenbahn und so. Das muss man halt schnell entscheiden können. Und meine Lebenserfahrung ist, dass man gute Leute möglichst an der langen Leine laufen lassen sollte. Aber ihnen auf jeden Fall als Coach zur Verfügung stellen sollte und vor allem ehrliches Feedback geben sollte. Das sind so Führungsprinzipien, die ich so habe. Ja. Dann denke ich, was auch ganz wichtig ist, das haben wir vorher schon diskutiert, zuhören. In aller Regel wissen die Leute besser als man selber, was Sache ist. Kann ich Ihnen auch, wenn Sie Anekdoten interessiert sind, eine erzählen. Ich hatte von heute auf morgen auch ein neues Geschäft übernommen. Ich kam aus der Softwareentwicklung und habe dann Eisenbahntechnik geleitet. Und die haben angefangen, gerade ein neues elektronisches Kleinstellwerk zu entwickeln. Und ich kam aus der Softwarebranche und habe gesehen, die haben nur einen 486er Intel-Prozessor da drin. Da gab es schon Pentium 2, 3, sonst was. Ich sage, seid ihr eigentlich verrückt? Das kann überhaupt nicht wahr sein. Ab sofort werden jetzt die modernsten Prozessoren da verwendet. Sonst nehmen wir ja gar nicht an dem Fortschritt von der Prozessorentwicklung teil. Dann haben sich ein paar mutige Leute die Mühe gemacht und gesagt, sie müssen mit mir reden. Und dann haben wir erklärt, dass das ein völliger Unsinn ist, was ich hier entscheide. Weil in der Eisenbahntechnik muss alles und jedes Sicherheitszulassungen haben. Unter anderem auch die verwendeten Teile, also die Prozessoren. Wenn jedes halbes Jahr ein Prozessor rauskommt, dann kostet es ein Vermögen, solche Sicherheitszulassungen durchzuführen. Dann habe ich das Problem angehört und verstanden und habe gesagt, okay, blödsinnige Entscheidung, jetzt verstehe ich, warum ich 486er nehme. Habe abklären lassen, ob der 486er noch viele lange Jahre von der Performance her ausreichen würde. Festgestellt, das ist so. Und dann habe ich entschieden, auf dem Weltmarkt sämtliche 486er PCs zusammenzukaufen, damit ich, und es hat gereicht bis vor ein, zwei Jahren, ich genügend hatte, um das Thema zu machen. Technisch hat es ausgereicht, aber ich hatte keine Ahnung von dem Thema, ich hatte nur eine andere Ahnung. Und habe Gott sei Dank zugehört, sonst hätte ich wahrscheinlich ein Chaos angerichtet, mindestens ein teures Chaos. Ja? Also zuhören ist eminent wichtig, weil, wie gesagt, die Leute wissen es wirklich viel besser. Man muss wirklich Respekt haben für die Menschen. Man muss die Menschen mit Respekt behandeln. Man muss als Führungskraft ehrlich sein. Die Menschen sind viel cleverer, als viele Führungskräfte denken. Die spüren ganz genau, ob ich denen einen Schluss erzähle oder ob ich was Ehrliches erzähle. Und man muss auch in der Lage sein, die Größe am Fehler zugeben zu können. Ich würde sogar sagen, das ist fast taktisch klug, mal einen Fehler zu machen und den öffentlich zuzugeben, dass die Leute sagen, wow, der hat einen Fehler gemacht und den zuzugeben. Das gibt denen Vertrauen, dass sie auch Fehler machen dürfen. Also das gibt ganz viele so Kleinigkeiten, die eigentlich zu einer Führungsphilosophie aus meiner Sicht dazugehören. Die Siemens-Schwärz, die beschäftigt 5.300 Mitarbeitende. Ja. Und in Ihrer Position als CEO hinterlassen Sie Spuren. Wenn die Mitarbeitenden über die drei positivsten Veränderungen sprechen würden, die Sie als CEO angestoßen oder initiiert haben, was wären diese? Was Sie finden würden, was ich positiv gemacht hat. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich drei finde, aber eins fällt mir sofort ein, weil das vor kurzem mir eine Mitarbeiterin gesagt hat, dass sie das cool findet, dass ich das ganze Thema Gender Diversity zum frühzeitigen Zeitpunkt aufgegriffen und versucht habe, nach vorne zu bringen, obwohl die Erfolge noch bescheiden sind.
Und sie meinte, mir sagen zu dürfen, das sehe sie deutlich positiver als bei vielen anderen Unternehmen, die sie so angucken. Also das ist sicherlich ein Thema. Das zweite Thema ist, dass ich zu einem sehr frühzeitigen Punkt den Leuten gesagt habe, wir haben eine demografische Veränderung und wir müssen darauf reagieren, denn es wird, wenn die Babyboomers die Industrie verlassen, einen Fachkräftemangel geben. Dann werden die Leute wahrscheinlich sagen, ja verdammt nochmal, das hat er uns rechtzeitig gesagt und wir haben lange nicht zuhören wollen. Aber Gott sei Dank hat er das Thema rechtzeitig angeschoben, sodass wir vermutlich mit einem blauen Auge über diese Fachkräftemangelgeschichte hinwegkommen dürften. Ja, das dritte Thema, das ist etwas weniger, das ist etwas allgemeiner. Ich glaube, Sie würden sagen, er hat wirklich eine Kultur geschaffen, die wirklich eine Speak-up-Mentalität erlaubt. Mhm. Warum sage ich das? Weil die Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen sind statistisch signifikant höher als die des Siemens-Durchschnittes. Und damit bewerte ich das mal wirklich so, dass die Leute das spüren und auch verstanden haben, dass es wirklich ernst gemeint ist. Und sie trauen sich auch wirklich, hier zur Tür reinzukommen. Da weiß ich jetzt natürlich nicht genau, wie viele Leute das sind natürlich die, die unmittelbar näher an mir dran sind. Aber ich glaube, das würden viele Leute sagen. Weil ich mache auch so Dinge zum Beispiel, dass ich vom ersten Tag an bei den, wir machen so einen Tag für die neuen Mitarbeiter und da gehe ich mir immer ich Zeit habe dazu und erzähle denen was und sage, also vom ersten Tag sollt ihr wissen, ich bin hier zum Anfassen und wenn es irgendwas gibt, ist die Tür offen. Ich glaube, das sind schon Dinge, die Menschen spüren. Ob das jetzt die drei wichtigsten sind, weiß ich nicht. Aber das sind so drei Dinge, die in meinen Kopf kommen. Ja, Sie haben vier ganz tolle genannt. Also Gender Diversity, wichtiger. Und dann aus strategischer Sicht das frühe Antizipieren. Ja. Und dann Kultur kann man als CEO auch nicht delegieren. Nee, im Gegenteil. Kultur ist schon wirklich... Und dann sagen sie, sie sind sehr zugänglich. Also begrüßen auch die Neuen, die dazukommen. Ja. Und ich habe in dem Heft. Haben Sie jetzt schön übersetzt? Ja. Danke. Als CEO orientieren Sie sich natürlich am unternehmerischen Ziel, den Konzernresultaten. Und als Mensch werden Sie bestimmt durch etwas Tieferes motiviert, etwas Emotionaleres, etwas, das Sie glücklich macht. Was gibt Ihnen die Führungsaufgabe ganz persönlich? Das ist eine gute Frage. Was gibt Ihnen? Ja, irgendwie Befriedigung. Ich weiß aber nicht genau, was jetzt genau die Befriedigung auslöst. Mhm. Also ich gehe einfach extrem gerne zur Arbeit. Das fällt immer vielen bekannt, ich sage, du bist einer der wenigen Menschen, die am Sonntag sagen, sie freuen sich, am Montag zur Arbeit zu gehen. Und das ist tatsächlich so. Ja, also wahrscheinlich, wenn man irgendwo schon spürt, dass man irgendwo was bewegen kann, dass man Menschen irgendwo tatsächlich auf eine Reise mitnehmen kann, dass die offensichtlich das auch gerne machen. Ja, keine Ahnung. Ja, gut, dann, was mich auch befriedigt, ist, also für mich ist eher ein Problem, eine Herausforderung. Also einer meiner Sprüche ist einfach, hurra, ein Problem, es braucht mich. Ja? Und manche Leute sagen, oh, ein Problem, wie furchtbar. Aber das ist wahrscheinlich meine mathematische Grundausbildung. Probleme waren immer das Spannende, eigentlich die zu lösen oder sowas. Ne? Und das ist in dem Job natürlich genauso. Wenn man dann das Gefühl hat, jawohl, jetzt sind wir wieder ein Stück weiterkommen, das befriedigt einen. Ja. Mhm. Wir sind beim Sinnthema angekommen. An welchem Thema? Beim Sinnthema. Warum führen? Weil die Befriedigung ist wichtig. Ich sehe es Ihnen auch an. Sie sehen sehr zufrieden aus. Ja. Und hat für Ihnen die Führung einen tieferen Sinn? Also ich hätte ja vorher gesagt, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Ja?
Und damit sage ich ja schon, eigentlich wäre mir es lieber, wenn man sagen könnte, es braucht keine Führung, weil Menschen brauchen Freiheiten. Auf der anderen Seite, ja, Führung braucht es, glaube ich, doch, weil nicht alle Menschen halt wirklich genau diese hohe Selbstständigkeit wirklich wollen. Und vor allem bei Themen, die ja abstrakt fassbar sind, ist es nicht jedermanns Sache zu sagen, jawohl, die gehen wir an. Das Beispiel demografische Veränderung oder sowas. Da ist meine Lebenserfahrung, die meisten Menschen, auch die, die eigentlich vielleicht etwas überdurchschnittlich gut sind oder sowas, solange sie das Problem irgendwo gelöst kriegen, sagen sie, wo ist das Problem? Und es gibt, es braucht dann immer irgendwelche Leute, die sagen, nee, hier ist es wirklich eine gröbere Geschichte, da muss jetzt was Grundsätzliches passieren und deswegen braucht es jemand, der die Führung übernimmt und sagt, hier tun wir was. Weil die Mehrheit der Menschen würde warten wahrscheinlich, bis das Wasser bis hierher steht und dann würden sie auch reagieren. Das sind so Beispiele, warum ich denke, dass halt Führung trotzdem notwendig ist. Eben auch deswegen, weil es gibt durchaus Menschen, die brauchen tatsächlich eine Guidance. Und sei es nur, damit sie sicherer fühlen. Also, um beim Thema Führen das Bild des Bergsteuerbeführers zu nehmen. Mhm. Also, ist manchmal auch intelligent, einen Bergführer zu nehmen, der kennt die Gefahren, hat etwas mehr Erfahrung und weiß, dass es vielleicht gescheiter ist, hier einen kleinen Umweg zu gehen, als gerade auch hochzugehen. Das ist für viele Menschen eigentlich schon wichtig, dass man die Erfahrung weitergeben kann. Es ist auch nicht immer unbedingt sinnvoll, nur seine Erfahrungen selber zu machen, obwohl das sicherlich am meisten hilft im Lernprozess. Aber man hat ja nicht immer die Zeit, man steht ja im Wettbewerb, deswegen muss es ja manchmal auch relativ schnell gehen. Das sind wahrscheinlich Gründe, warum Führung trotzdem notwendig ist, auch wenn ich sage, ansonsten sollten Menschen möglichst viel Freiheit lassen. Sehr schönes Bild auch mit dem Bergführer. Also das mit auf der Reise nehmen kommt immer wieder zurück. Ja. Das ist schön. Will ich sonst noch was sagen zum Thema Führung? Führung ist eine Aufgabe, die ist nicht zu delegieren. Und die kostet Zeit, die kostet Aufwand. Da kann man nicht sagen, das machen wir schon so nebenher. Und ich glaube, das ist fast der zentralste Satz, den man für Führung eigentlich verwenden muss. Führung macht man nicht mit links. Ja. Aber nicht als Linkshänder. Das haben Sie schön gesagt. Führung ist eine Aufgabe und kann man nicht delegieren. Ja. Ja. Toll. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Violette-Interview genommen haben. Danke, dass Sie sowas machen. Ich denke, sowas ist immer spannend. Mhm.